So. Pufferbereis. Warum fragen wir uns nicht mal, warum ich so viele Parts brauche für dieses Spiel? Nein, warum fragen wir uns, warum mache ich überhaupt die Special Road und hole mir nicht irgendwie sowas wie zum Beispiel eine Feder oder sowas vorher? Ja, super! Jetzt bin ich aber hier ein bisschen angefressen. Memo an mich selbst. Niemals nie diesen P-Switch mitnehmen. Jetzt hier, der hüpft einfach drüber. Nein, im P-Switch nehme ich dieses Mal nicht mit. Ich bin noch gejumpelt. Kommt, die Mützen. Die Mützen, ja. Ich bring. Das gibt's doch nicht. Dieses Spiel verarscht mich. Leute, hilft mir. Okay, Planänderung. Große, dicke, fette Planänderung. Und ja, ich hole mir jetzt tatsächlich nochmal Feder und sonstigen Kram. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich eigentlich so saumäßig schlecht bin, und ja, ich bin tatsächlich schlecht, wenn ich irgendwie Kommentare lese, so von wegen, wieso, du spielst das doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Von allen Spielern, die bis jetzt Super Mario World gemacht haben, ich glaube, da bin ich eigentlich so ziemlich einer der schlechtesten. So. Toll. Jetzt scheitert mein super genialer Plan in der Ausführung. Aufgrund diverser Aktivitäten muss leider das folgende Let's Play abgebrochen werden. Das Ding will mich doch jetzt echt nerven, oder?
Warum kommen jetzt hier auch Fische? Gubbel, gubbel. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse wirklich sowas. Ein kleiner Block muss man treffen und dann ein rutschiger Boden und... Ach, ich bin ja auch schon wieder klein, ey. Oh, Mann. Leute, dieses Let's Play kann sich wirklich noch in die Länge ziehen. Zumindest wenn ich noch so weiterhin wie ein Jahr hier meine Leben verschwende. Ich höre auf mit der Special Road. Die Special Road ist für mich zurzeit nicht schaffbar. Wer weiß, vielleicht mache ich es mal offscreen. Und wenn ihr sagt so von wegen, ich spiele mit Safe State. Ich will auch mal was ohne Safe State spielen. Beziehungsweise schaffen. Und das Spiel ist eigentlich doch so easy beasy, das sollte man ohne Safe State schaffen. Ich hoffe, ich denke auch daran, diesen Weg hier rauszuschneiden. Zumindest morgen. Weil ich werde das heute nicht mehr rendern. Ich werde das nur noch morgen rendern. Frühestens. La 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 la. Ich weiß nicht warum, aber dieses Ghost Ship erinnert mich immer wieder an das von SMB3. Super Mario Bros. 3. La, 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 la. Außer, dass da keine Geister vorkamen. Und habe ich das nicht schon mal gemacht? Seid nicht kleinlich Geister. Ja. Zum Glück kann man diese Bullet-Bills ja auf den Kopf springen, nicht so wie die Torpedo-Bills, wie ich sie nenne. Ich weiß nicht, wie die richtig heißen. Passt nur auf, ganz am Schluss kommt dann, oh, Torpedo-Bills. Ach, zum Glück, die kommen nicht mehr. Dafür sind die Geister jetzt da. Und zack nach oben. Tja, wenn man schon mal hier ist, dann hat man eigentlich schon im Grunde genommen fast alles geschafft. Ja, da war jetzt auch noch ein Stern dran. Arschbombenkracher! Die kommen hier sowieso alle gleich, also weiter nach unten! Ach ja! Die habe ich vollkommen vergessen. Auch wenn wir heute nicht viel geschafft haben, sage ich doch mal, bis zum nächsten Let's Play Pass. Blattrix FB meldet sich ab, um seinen Nerven mal ein bisschen zu schonen.